Szeretettel köszöntöm. Herzlich möchte ich Sie begrüßen am heutigen Tag, an diesem Tag, der möglicherweise abenteuerlich sein wird. Mein Name ist Gergely Brühle, Leiter des Instituts für strategische Studien. Abenteuerlich, das Wort habe ich genannt, vor allem, weil es hier wirklich um geistige Abenteuer geht. Aber auch in der Stadt mehrere Delegationen unterwegs sind und ich denke, da sind wir doch konfrontiert worden mit anderen Abenteuern auch. Und dann habe ich auch noch den Streik bei der Gesellschaft Lufthansa noch gar nicht erwähnt und infolge dieses Streiks. Und ich denke, das ist am besten, ich erkläre das gleich zu Anfang. Edmund Stoiber wird etwa gegen 17:30 hier bei uns ankommen, denn das Unmögliche ist für uns etwas Unbekanntes. Sein Flug wurde gestrichen, setzte sich in ein PKW und er ist jetzt einfach unterwegs in Richtung Budapest. Also wenn er ankommt, sollten wir das auch mit einem großen Applaus würdigen, denn ich denke, das handelt sich schon beinahe um eine Heldentat. Nun, Abenteuer, das Wort habe ich genannt, das Wort und überhaupt der Begriff kommt daher und das haben wir auch versucht zu unterstreichen mit dem Motto der Konferenz. Wir versuchen aus der Perspektive von 30 Jahren ein wenig philosophisch die Geschehnisse, die Ereignisse zu betrachten, also philosophischer als sonst üblich. Sicherlich waren Sie auch damit konfrontiert, dass Annus Mirabilis, das heißt das wunderbare Jahr, oder das Jahr der Wunder, so wurde das Jahr 1989 bezeichnet. Und das war schon immer meine Überzeugung, das war eigentlich eine Art Flucht davor war, damit nicht erklärt werden muss, was eigentlich da passiert ist. Und in diesem Sinne haben wir dann auch das Programm unserer Konferenz zusammengestellt. Ich bin wirklich sehr dankbar, sowohl dem Danube-Institut als auch der Hans-Eilen-Stiftung, dass sie uns dabei behilflich waren und auch die Eröffnungsreden und die Begrüßung werden dementsprechend laufen. Ich begrüße alle recht herzlich, wie gesagt, ehemaligen Minister, Botschafter, Staatssekretäre, parlamentarische Abgeordnete, weiblich wie männlich, Gäste aus Europa und Übersee. Und da denke ich, wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass so ein Kreis an Persönlichkeiten unserer Veranstaltung beiwohnt. Nun möchte ich Herrn András Koltai, den Rektor der Universität, darum bitten, dass er die erste Eröffnungsrede von den Reihen vorträgt. Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frauen und Damen und Herren, Exzellenzen, liebe Gäste, vor 30 Jahren, der Fall der Mauer, die Öffnung des Eisernen Vorhangs, all das waren entscheidende Ereignisse für diejenigen, die das erlebt haben. Die deutsche Vereinigung handelte nicht direkt unbedingt von uns Ungarn, aber wir wussten auch, dass all das, was dort passiert, unser politisches System beeinflussen wird. Auch sonst, auch in der Geschichte, hingen deutsche und englische, ungarische Geschichte eng zusammen. Aber nun möchte ich nicht über kulturelle Tableaus hier, ich möchte kein Gemälde jetzt darüber zeichnen, aber wir feiern jetzt 30 Jahre Deutschland. Als solches existierte eigentlich ab dem Jahr 1871. Trotzdem war die Trennung Deutschlands nicht unbedingt eine Wiederherstellung des früheren Zustandes. Diese Feierlichkeiten aus dem Anlass der 30 Jahre bedeutet nicht nur eine Wertschätzung der damaligen Ereignisse, sondern gleichzeitig auch eine Erinnerung daran, wie wir unsere Freiheit wieder erlangt haben und Erinnerung daran, was eigentlich dazu geführt hat, dass der gesamte Kontinent gespalten, getrennt war und auch Ungarn eigentlich zugrunde gerichtet. Wir kennen die Geschichte des 20. Jahrhunderts und die deutsche ungarische Bevölkerung hat darunter gelitten. Zwei verlorene Weltkriege, Holocaust und die Zerstörungen des Kommunismus waren diese Ereignisse. Zwei markante Symbole möchte ich nennen, dieses gemeinsamen Leidens. Im Memento der weltkriegischen Zerstörung ist das Siegestor in München. Nach dem Weltkrieg wurde zwar hergerichtet, aber ein anderes Tor ist einfach nur rein weiß
vom Krieg zerstört zum Frieden mahnen. Wurde jetzt da so gezielt, dass so praktisch zum dem Siege errichtet, den Krieg zerstört, aber erinnernd an den Frieden. Dieses Denkmal ist auch ein bisschen unser Denkmal. Ein anderes Symbol, das ist ein ganz einfacher Handwagen aus Holz und befindet sich im Historischen Museum in Berlin. So ein Wagen, der auch von Mutter Courage gezogen wird auf der Bühne im Stück von Bertolt Brecht. Dieses einfache Gegenstück war der Wagen eines Menschen, der verschleppt, ausgesiedelt worden ist, musste hinter sich ziehen, weil verjagt worden ist aus der Heimat. 14 Millionen Deutsche wurden aus Mittel- und Osteuropa ausgesiedelt und verschleppt. Neulich war ich in einem deutsch-ungarischen, wir nennen das schwäbischen Dorf in Südungarn, so ein Dorf wie alle anderen, so ein Dorf ist bietet ein Bild, was erhebend ist, aber auch traurig machend. Da sieht man die deutschen Namen im Friedhof an den Grabsteinen und man sieht auch die Häuser in den Weinbergen auch, die teilweise zerfallen sind. Hier sieht man die Zerstörung durch den Kommunismus. Auch die Volkskultur, die Volkstraditionen sind zerstört worden und es sind jede Menge sinnlose Gebäude und menschliche Beziehungen haben auch darunter gelitten. Die früheren damaligen Landwirten sind entweder an diesen Friedhofen begraben oder in Deutschland. Diese Gemeinschaften wurden durch den Kommunismus zerstört und jetzt durch große Kraftanstrengungen versuchen wir, aus denen etwas zu schaffen, was noch möglich ist. Es ist auch erhebend, aber auch diese ausdauernde Lebenswille, mit dem diese Menschen sich darauf bestanden, wie ihre Lebensform war, auch wenn die Macht sie nicht mehr hier leben wollte und ihnen auch eigentlich alles weggenommen hatte. Viele sind zurückgekommen aus Deutschland, aus Westdeutschland zurück hinter den Eisernen Vorhang. Viele sind in ihre Heimatorte zurückgekehrt und wenn sie das machen konnten, haben sie das Haus wieder selbst gekauft, aus dem sie verjagt worden sind. Bei den Feierlichkeiten vor 30 Jahren erfolgten Ereignisse möchten wir auch Sie denken. Friedliche Europa versucht, diese Bedingungen zu klären. Wir sagen auch immer, wir würden gerne auch die Situation der ungarischen Minderheit, der ungarischen Ethnien in den Nachbarländern sehen, damit sie auch ihre Autonomierechte wahrnehmen können. Ich könnte auch so erklären, vor 30 Jahren begann eine Wiederherstellung der Ordnung, die in der Geschichte außer Rand und Band geraten ist, dass man über die deutsch-ungarische Grenze ohne weiteres kommt. Das ist ein gemeinsames Erlebnis. Aber damals, vor 30 Jahren, begann man erstmal mit der Herrichtung der Schäden. Ein Symbol dieser Restaurierungsarbeiten war diese parallele Bautätigkeit, sowohl in Budapest als auch in Berlin durchgeführt wird. Nach dem Krieg konnte man mehr oder weniger, hat man das Burgviertel wiederhergestellt. Das war unsere moralische Pflicht. Ähnlich sieht es aus mit dem Staatsschloss in Berlin aus, mit dem Palast der Hohenzollern. Denn das war das formale Zentrum des deutschen Nationalstaats aus dem 19. Jahrhundert. Natürlich gab es viele Diskussionen um diese Bautätigkeit, aber ich halte es für richtig, dass diese Gebäude wieder errichtet werden. Wie auch richtig ist, dass nicht mehr Herrscher und Aristokraten in diesen Gebäuden sitzen. In diesen alten, neuen Gebäuden verbinden die Vergangenheit mit der Zukunft. Sie bekommen eine neue Funktion und wir strahlen das Bild einer selbstbewussten Nation aus. Auch unter den Linden. Das letzte Mosaikstück beim Wiederherstellen unter den Linden ist das. Wir müssen noch ein wenig noch arbeiten. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, bis wir die Schäden wieder gut machen. Wir haben eine Verspätung, aber wir hoffen darauf, dass die Deutschen das verstehen, denn die Gründe für diese Verspätung kennen sie ja auch in den ehemaligen ostdeutschen Ländern. Auch Missverständnisse entstehen durch Verspätung.
Verbündete, als Verbündete müssen wir miteinander reden können, müssen auch Verständnis haben für die Situation des anderen und auch die Triebfeder, die Beweggründe des anderen. Wir wollen ein friedliches, einheitliches und starkes Europa haben, im Sinne von Schumann und Adenauer. Aber das wird nur dann offenkundig, wenn die bei der Verwirklichung der Prinzipien Gleichberechtigung und gegenseitige Wertschätzung der Werte der anderen berücksichtigt werden. Bei runden Feiertagen sollte man sich auch erinnern, denn man kann viel Kraft schöpfen, auch für die, bei der Lösung unserer heutigen Probleme. Wenn es gelang, das kommunistische System zu stürzen und das System von Jalta, wenn die Grenzen schon inzwischen praktisch aufgelöst worden sind und dadurch eigentlich auch viele Schmerzen des 20. Jahrhunderts haben wir dadurch beseitigen können, dann sollten wir auch die aktuellen Krisen des heutigen Europa bewältigen können. Ich bedanke mich dafür, dass unsere namhaften Referenten unserer Einladung gefolgt sind und in das Gebäude der Ludowica gekommen sind, der Hans-Seidel-Stiftung und dem Danube-Institut. Bei denen bedanke ich mich für die Zusammenarbeit unter diesen historischen Wänden. Können wir uns würdig der Vergangenheit erinnern, aber die Sanierung, Restaurierung dieses Gebäudes und auch die Gründung unserer Universität ist ein Symbol dafür, dass man aus der Vergangenheit lernen kann und mit den Möglichkeiten, die diese Orte geben, damit mit ihnen leben kann. Zum 30. kurz am Vorabend des 30. Jahrestages sollten wir tatsächlich eine offene, ehrliche Diskussion führen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Beratung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Rektor. Und wahrhaftig, die Freude ist eigentlich das, was überwiegen sollte an diesem Tag. Das, was uns am meisten einfällt. Ehrlich gesagt, dachte ich, dass unsere Entscheidung auf diesen Tag fällt, als Tag der Konferenz. Damals habe ich noch gar nicht gewusst, dass wir einen hohen Besuch aus der Türkei an dem Tag bekommen wären. Und ich dachte auch nicht an einen anderen Jahrestag, der 7. November. Das wissen die Älteren in dieser Runde noch, warum der 7. November interessant war. Nein, ich war damals gerade in Berlin, als die Mauer fiel, vor 30 Jahren. Und diese Monate, die vergangen sind, zwischen der Grenzöffnung Ungarns und dem Fall der Berliner Mauer. Diese Zeit war eine sehr spannende, sehr interessante Zeit. Daher denke ich, dass sowohl in der ungarischen Innenpolitik als auch in der deutschen Innenpolitik Spuren hinterlassen hatte, diese Zeit. Daher dachten wir, wir haben nachgedacht, wen sollten wir einladen aus diesem Anlass. Und dann haben wir nicht einfach an die traditionellen ungarisch-bayerische Freundschaften, Beziehungen gedacht und auch nicht an die Gisela von Bayern, die Frau unseres ersten Königs. Nicht sie ist uns eingefallen, sondern dass Edmund Steuer damals zu der Zeit bayerischer Innenminister war. Das heißt, er war in einer Funktion tätig, die sehr reell die Situation betrachtet hatte. Nun, Edmund Stoiber und die CSU werden durch die Hans-Seidel-Stiftung präsentiert seit beinahe 30 Jahren. Daher bin ich sehr dankbar, der Hans-Seidel-Stiftung sehr dankbar, dass in dieser Zusammenarbeit sie mitgewirkt hat. Jedes Opfer wurde hier auf sich auch in den vergangenen Stunden gerade noch, damit wir damit Herr Stoiber bei uns ankommt. Ich habe gerade eine SMS bekommen, er hat schon Wien verlassen. Also ich rede nicht deswegen so lange, damit er die Zeit überbrücke, bis er hier ankommt. Aber ich bin sehr froh, dass die Seidel-Stiftung, dass es damals mit der Stiftung so gut funktioniert. Und danach möchte ich Herrn Olivier Jörg, den Generalsekretär der Stiftung, darum bitten, ein paar Worte zu uns zu richten. Sehr geehrte Damen und Herren, Exzellenzen, geschätzter Herr Botschafter Volkmar Wenzel, Herren Minister, Herr Rektor, liebe Studentinnen und Studenten, meine Damen und Herren.
Als Generalsekretär der Hans-Seidel-Stiftung begrüße ich Sie recht herzlich auf diesem heutigen Forum Wunder oder Notwendigkeiten. Verehrte Gäste, Jubiläen und Gedenktage haben im Jahr 2019 Hochkonjunktur. Im Sommer feierten wir den 30. Jahrestag des paneuropäischen Picknicks in Schopron, Ödenburg. Am 11. September gedachten wir der Grenzöffnung in Ungarn und heute gedenken wir dem Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs vor 30 Jahren. Ich selbst war damals 17, saß vor dem Fernseher und kann mich genau daran erinnern. Und ich denke, dass für mich persönlich kein historisches Ereignis so prägend war wie diese Tage. Und verehrte Gäste, worauf ich mich ganz besonders freue, bald steht das 30-jährige Jubiläum der Eröffnung des Büros der Hans-Seidel-Stiftung in Ungarn an. Und ich würde mich freuen, wenn wir spätestens da uns wieder alle sehen und eine wunderbare Party miteinander feiern. Die Hans-Seidel-Stiftung ist eine deutsche politische Stiftung, die der CSU, der Christlich-Sozialen Union in Bayern, nahesteht. Und wir fördern politische Bildung, die Stärkung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die Werte der sozialen Marktwirtschaft, des Rechtsstaates und vor allem des Zusammenhaltes in Europa, so wie es Auftrag aller politischen Stiftungen in Deutschland ist. Kurz gesagt, den Dialog. Und seit Anfang Juli bin ich der neue Generalsekretär der Hans-Seidel-Stiftung und deswegen ist es für mich eine besondere Ehre, einer der allerersten Aufenthalte in Europa hier in Ungarn haben zu dürfen. Namensgeber unserer Stiftung ist Hans Seidel, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident und Parteivorsitzender der CSU. Und wir engagieren uns in Deutschland und in annähernd 60 Ländern weltweit mit sicherlich fast 100 Projekten. Am 1. März 1990 wurde, noch einige Wochen vor der ersten freien Wahl in Ungarn, unser Büro in Budapest eröffnet. Die Eröffnungsrede hielt übrigens der damalige Oppositionsführer und spätere Premierminister Josef Antal. Und ich darf an dieser Stelle von Herzen danken für dieses wunderbare Miteinander in all den Jahren, auf das wir bauen durften und sicher bauen dürfen. Aber hier und heute erinnern wir uns an die Ereignisse von 1989, dem, wie es schon genannt wurde, Annus Mirabilis, hier in dieser bedeutenden und modernen Nationalen Universität für öffentliche Verwaltung. Und ich sage herzlichen Dank, geschätzter Rektor, dass wir hier sein dürfen. Verehrte Gäste, als unser Repräsentant in Ungarn, Martin Kastler, im Sommer diesen Jahres unseren ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber als Zeitzeugen für diesen Festakt anfragte, sagte dieser sofort ohne Nachdenken zu. Und ich freue mich außerordentlich, dass Dr. Edmund Stoiber an dieser Konferenz der Hans-Seidel-Stiftung in Kooperation mit der Nationalen Universität für öffentliche Verwaltung und dem Danube-Institute teilnimmt. Und der Titel hätte fast nicht besser gewählt werden können. Wunder oder Notwendigkeiten. Wir haben den ganzen Tag gehofft, dass noch Wunder geschehen und die Lufthansa doch noch Einsicht hat. Dem war nicht so. Die Notwendigkeit hieß umsteigen auf den PKW. Und ich finde es wirklich außerordentlich, dass Dr. Stoiber tatsächlich am Flughafen umgestiegen ist und sich jetzt auf dem Weg befindet. Wir freuen uns gemeinsam, dass er später kommt. Und ich bitte einfach um Geduld und dass wir das Programm ein Stück weit umstrukturieren müssen. Aber es wird wunderbar, wenn wir ihn gegen 18 Uhr dann auch noch mal hören dürfen. Ja, die Ereignisse von 1989 ermöglichten wieder eine gelebte Nachbarschaft zwischen Bayern und Ungarn. Ja, ich denke, es war richtig übersetzt. Nachbarschaft.
Wenn es um Bayern und Ungarn geht, da reicht es nicht nur, auf die heutige Staats- und Landesgrenzen zu schauen. Das wäre eine verkürzte Perspektive. Denn auch wenn seit der Abtrennung Österreichs vom Herzogtum Bayern im Jahre 1156 noch ein Staat zwischen Bayern und Ungarn liegt, so sind die Beziehungen zwischen den beiden Ländern so eng und intensiv, dass man auch ohne heutige gemeinsame Grenze mit gutem Recht von einer guten Nachbarschaft sprechen kann. Ungarn und Bayern verbindet vieles. Und zwar nicht nur die Donau, die gleichwohl sicherlich das sichtbarste Band zwischen beiden Ländern ist. Bayerisch-ungarische Kontakte ziehen sich durch die gesamte Geschichte. Der heilige Stefan heiratete die bayerische Prinzessin Gisela. Und seit dem Mittelalter bestehen enge Handelsbeziehungen zwischen bayerischen und ungarischen Städten. Und später im 18. Jahrhundert zogen viele Siedler, Schwaben und Bayern ins Königreich nach Ungarn. Fast 200.000 Ungarn flüchteten nach dem ungarischen Volksaufstand von 1956 in den Westen. Viele davon ließen sich in Bayern nieder, zum Teil bis heute. Die ungarische Bürgerrechtsbewegung, die mit ihrem Druck auf das kommunistische Regime die Verhältnisse hier in Ungarn nach und nach veränderte, half so indirekt auch den Menschen in der DDR. Und Bundeskanzler Helmut Kohl formulierte es am 4. Oktober 1990, einen Tag nach der deutschen Wiedervereinigung in Berlin treffend. Ungarn hat den ersten Stein aus der Mauer geschlagen. Bundeskanzlerin Angela Merkel gedachte am 19. August diesen Jahres zum 30. Jahrestag des paneuropäischen Picknicks in Sopron gemeinsam mit Ministerpräsident Viktor Orban der Ereignisse von 89 im Rahmen des ökumenischen Gottesdienstes. Und sie sagte dabei, ich zitiere, wir Deutschen erinnern uns mit großer Dankbarkeit an Ungarns Beitrag zur Überwindung der Teilung Europas und auch an Ungarns Beitrag zur Findung der deutschen Einheit. Ich danke den Ungarn, die Frauen, Männer und Kinder aus der DDR bei der Flucht unterstützten. Diesen Dank kann ich mich nur anschließen. Daher 30 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs, 30 Jahre Freiheit. Aus deutscher und aus bayerischer Perspektive gilt es an diesem Jahrestag, unseren ungarischen Freunden für ihre Rolle nochmals von Herzen zu danken. Ich bin zuversichtlich, dass die heutige Veranstaltung auch dem Zweck dient, das enge freundschaftliche Band Bayerns mit Ungarn zu erneuern und zu festigen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro Budapest danke ich ganz herzlich für die wunderbare Idee und Unterstützung dieses Forums heute. Und auch Ihnen, unseren Partnern hier vor Ort, der Universität und dem Danube Institute, danke ich für Ihre Kooperation. Und verehrte Gäste, ich denke, Sie stimmen mit mir überein. Einen wirklich kräftigen Applaus haben für die gesamte Organisation vor allem verdient John O. Sullivan für das Danube Institute, Gerge Bröhle für das NKE und vor allem auch Martin Kassler und den Ratefixel für die HSS. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und erlauben Sie mir zu schließen mit einem Zitat unseres Ehrengastes Dr. Edmund Stoiber. Wir Deutschen haben die Grenzöffnung im Sommer 1989 den Ungarn nie vergessen. Und wir werden Ihnen dafür immer einen besonderen Ehrenplatz in unserer Geschichte bewahren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank für die Worte von Oliver Jörg. Vielen herzlichen Dank, dass in der Zwischenzeit Frau Generaldirektorin Maria Schmidt angekommen ist. Sie ist im Übrigen auch die Regierungsbeauftragte für die Gedenkveranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum. Und Herrn Balázs Orbán, Herr stellvertretender Ministerpräsident, wird ebenfalls wie auch Frau Maria Schmidt in den verschiedenen Gesprächen mit einem Beitrag leisten. Und als Oliver Jörg über die
bayerisch-ungarische Nachbarschaft spricht, das natürlich von unseren Freunden in Österreich mit der gebotenen Distanz beobachtet wird. Geht es jetzt darum, dass John O'Sullivan das Wort bekommt? Und dann nehme ich an, dass er weniger über die britisch-ungarische Nachbarschaft sprechen wird. Aber die Wahrheit ist, dass seine Anwesenheit in Ungarn auch umso wichtiger ist, weil diese besagte britische konservative Denkweise, die das Antlitz Europas doch prägend mitgestaltet hatte, im Verlauf des 20. Jahrhunderts über seine Person auch eine ständige Präsenz in Budapest erhält. Ich gehe davon aus, dass man das nicht hoch genug schätzen kann, und dafür bin ich ihm persönlich und auch dem Danube-Institut dankbar, dass sie in der Lage sind, in der angelsächsischen Welt die großartigen Referenten anzusprechen, die auch heute bei uns sind, und praktisch seinem Netzwerk ist es geschuldet, dass sie im Alltag in Budapest, in Ungarn, allesamt vertreten sind und präsent sind. Dafür sind wir alle sehr dankbar. John, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Well, Ambassador Prolet. Sehr geehrter Herr Botschafter Prühler, sehr geehrte Staatssekretäre, Exzellenzen, Botschafter, Gäste, Studentinnen und Studenten, ich möchte mich auch bedanken bei der Heinz-Alles-Stiftung für die Organisation und auch dem Danube-Institut. Ich möchte Sie auch recht herzlich begrüßen bei dieser historischen Bedeutung, bei der Konferenz hier von historischer Bedeutung. Das ist eine große Auszeichnung für uns, dass so viele Menschen eingeladen werden konnten, die auch gerne gekommen sind, die auch teilweise entweder Akteure waren oder aber gut informierte Kommentatoren der Ereignisse waren. Und aus erster Hand erklären konnten, was passiert damals und was man vielleicht hätte vermeiden können, was vielleicht nicht gelungen ist, in welche Richtung gehen wir und was sind die Wegweiser, aus denen wir lernen könnten und wir auch in die Zukunft projizieren können. Im Jahre 1989 war ein historisches Jahr. Der Kalte Krieg war zu Ende, es kam zur Wiedervereinigung Deutschlands und man begann, das geteilte Kontinent wieder zusammenzuführen. Aber das bedeutet auch ein neues Kapitel. So können wir dieses Ereignis betrachten wie ein wunderbares Ereignis. Frage ich, war das ein wunderbares Ereignis in der Weltpolitik oder eher sollten wir dieses Ereignis betrachten wie und wo wir auch uns optimistisch schätzen können, oder aber, dass es eine Notwendigkeit war und das Ganze realistisch betrachtet werden sollte. Ich meine, realistisch und optimistisch können wir gleichzeitig sein. Ungarns Rolle beim Zusammenbruch des Kommunismus spielt eine wichtige Rolle. Das Ganze begann eigentlich beim Volksaufstand 1956. 50, als sie in der Revolution versucht haben, auch die Gegner zu überzeugen. Die Ungarn können nicht gewaltsam, Ungarn kann man nicht gewaltsam regieren. Man hätte hier auch verführen können, die Ungarn, aber viel besser ist eigentlich eine Änderung durch friedlichen Weg ist viel besser. Die Ungarn haben auch angefangen, sich wegzubewegen von Kadar und seinem Regime. Und das System begann zu wackeln. Die Reformisten hatten tatsächlich den Mut gehabt, in der Zivilgesellschaft sich an die Opposition zu wenden, damit die Epoche danach friedlich wird und nicht wie im Jahre 1956, denn damals führte die Vorstellung zum Kadarismus. Zum Bayerischen Picknick kam es im Jahre 1989 und dadurch öffnete Ungarn seine Grenzen. Und
eingesperrte Völker konnten über die Grenze laufen und die Mauer fiel. Ungarn als David hat eigentlich gegen Goliath gekämpft und auch gesiegt. Denn nicht nur das Reich, sondern auch das Monster konnte bekämpft und vernichtet werden. Ein Picknick wurde veranstaltet, damit Menschen, unfreie Menschen in die Freiheit sich flüchten können. Eine postkommunistische Sicht kann auch optimistisch sein, aber auch realistisch gleichzeitig. Ja, wenn wir keine zu großen Erwartungen haben, wenn wir bedenken, dass jetzt in Zentraleuropa die Situation war oder ist und wie das vor 30 Jahren war, vor dem Fall der Berliner Mauer, als die Menschen nur träumen davon konnten, wie das sein könnte. Nun, dann sehen wir, dass es sich hierbei um einen großen Fortschritt handelt. Wie Goethe sagt, verweile doch, du bist so schön. So einen Test kann man heute nicht mehr durchführen. Wenn aber wir betrachten, wie das Leben damals war, 1989, und wie das Leben heute ist, wo die Visegrad-Staaten begannen, in der NATO, in der EU mitzuwirken, dass wir bessere Zeiten erleben. Wirtschaftlich gesehen haben wir eine Art Schocktherapie erleiden müssen. Und diese Therapie dauerte auch ziemlich lange, aber letzten Endes wendete sich alles zum Guten, wortwörtlich auch und im übertragenen Sinne. Die verschiedenen Länder haben natürlich eine andere Prosperität erlebt in den 90er Jahren. Politisch gesehen kann erklärt werden, dass sie befürchtet haben, also wir hatten Angst davor, dass die frühe Situation sich wieder einstellt. Wir hatten befürchtet, dass die Sünden, die Irrtümer sich wiederholen, dass vielleicht der Antisemitismus wieder neu belebt wird oder die Grenzdiskussionen oder der politische Extremismus neu belebt wird und dass die Demokratie vielleicht all diesen zum Opfer fällt. Aber all das ist nicht eingetreten, Gott sei Dank. Natürlich gibt es extreme Phänomene, aber diese sind nicht dominierend, nicht dominant geworden. Und auch der Regierungswechsel erfolgte friedlich. Was die Minderheitenfragen und Probleme betrifft, die kann man auf diplomatischen Wege regeln. Nun gibt es aber auch Sünden, die aber nicht hier vorkommen, zum Beispiel Antisemitismus. Das ist durchaus ein Problem, aber das ist viel schlimmer in den entwickelten westlichen Ländern als in Ungarn zum Beispiel. Russland hat Probleme und steht im Streit mit zwei Nachbarländern. Diese Länder haben versucht, der NATO beizutreten, und es gibt Bestrebungen, diese zu verhindern. Die Ängste, die es gab in dieser Region, sind heute, als ob sie nur so ganz kleine Figuren wären, die man geschnitzt hat, die kleine geschnitzte Holzfiguren. Aber die Probleme, wie zum Beispiel, wenn es Probleme gibt, zum Beispiel mit gewählten Regierungen oder wenn das Verfassungsgericht eine wichtige Rolle spielt, nun, diese Streitigkeiten, Themen, Diskussionen wird es immer geben, aber Europa ist ein Kontinent, wo die Reputation und der Ruhm gerade daher rührt, dass wir so vielfältig sind, was Politik, Religion und Philosophie betrifft. Vielleicht sogar bei der Kunst in der Küche. Also ein demokratisches Europa ist die Garantie dafür, dass das so fortgesetzt wird. Bestimmte Probleme werden gelöst oder dass die Probleme verlagert werden und anderswo vielleicht zu Problemen führen. Es wird keine künstliche Orthodoxie geben in Europa, denn die europäischen Werte in einem liberalen Europa nicht Produkt der Bürokratie sind, sondern
durch das Volk geschaffene Werte, die sich auch teilweise ändern. Und diese Sachen sind immer noch auf dem Tisch, auf der Tagesordnung. Es gibt Diskussionen über diese, aber heute und morgen werden wir den Vorteil haben, dass hier große Geister und Menschen mit großen Erfahrungen mit uns ihre Gedanken darstellen. Und daher freue ich mich sehr und mit Spannung auf die weitere Konferenz. Vielen Dank an John O'Sullivan für diese Worte. Ich denke, dass das, was er gesagt hat und wie er das gesagt hat, hat es auch sehr wohl demonstriert, worauf ich in der Einleitung hinaus wollte. Die angelsächsische konservative Großherzigkeit oder die Fähigkeit, ein wenig den großen Überblick über die verschiedenen Schwierigkeiten der Region zu nehmen, denke ich, ist bei uns in der Interpretation eine gewisse Stütze. Ich darf auch von meiner Seite aus herzlichst Herrn Professor István Stumpf begrüßen. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Und damit danke ich den Eröffnungsrednern, heute bei uns zu sein. Bitte nehmt es nicht zu Herzen, wenn ich euch darum bitte, jetzt wieder eure Plätze einzunehmen. Nehmt bitte Platz im Publikum und zugleich bitte ich darum, dass das nächste Gespräch bzw. die nächsten Referenten sich mir vorne anschließen möchten. Wie gesagt, wird Edmund Stoiber wohl bereits die ungarische Grenze erreicht haben, aber ich gehe davon aus, dass diese erste Runde unbedingt so vollständig ist, wenn auch ein deutscher Teilnehmer mit dabei sitzt. Und deshalb habe ich darum gebeten, dass Herr Hubertus Knabe, der ehemalige Direktor des Stasi-Gedenkmuseums Berlin-Hohenschönhausen, diese Runde sich anschließt. Und natürlich ist es eine sehr große Freude, dass er das auf sich genommen hat. Als wir das Programm zusammengestellt haben, war natürlich all das, worüber auch John O'Sullivan gesprochen hat, ich meine damit im Zusammenhang mit der Systemveränderung in Ungarn, wessen Verdienst es eigentlich ist, was hierzulande vor 30 Jahren passiert ist. Nun, ich denke, die historischen Akteure, die auch derzeit in der Runde sitzen, da mag Imre Konya auf jeden Fall derjenige sein, der mit der Etablierung und Entstehung des unabhängigen Juristenforums und mit dieser doch besonders ungarisch geprägten Gulasch-Kommunismus doch konsequent mit seinen Gesichtspunkten der Rechtsstaatlichkeit die Wende, die Systemveränderung mitgestaltet hat. Deshalb freue ich mich umso mehr, Imre, dass du in der Runde bist und zu uns sprechen wirst. Zugleich hat John bereits darauf hingewiesen, dass es hier nicht nur um die Vergangenheit gehen wird, sondern es geht sehr wohl darum, welches internationale System uns jetzt umgibt. Was ist das, was wir mit uns schleppen aus diesen Unterschieden? Welche Konflikte prägen diese heutige Welt? Und all das, was vor 30 Jahren passiert ist, mag auf eine bestimmte Art und Weise unsere Zukunft mitbestimmen. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass Herr Balázs Orbán, der 1986 geboren wurde, und damit kann man über ihn ja ganz und gar nicht behaupten, dass er ein großer Zeitzeuge sei dieser historischen Zeiten, aber er mag vielleicht darüber berichten, wie seine ersten Erinnerungen über die Wendezeit wirklich waren. Nun, das wird also diese aktuelle Runde sein und ich möchte Imre Konya bitten, seinen Vortrag zu halten. Meine Damen und Herren, ich denke, dass ich nicht alleine war in diesem Raum, der die Nachricht traurig vernommen hat, dass Herr Ministerpräsident Stoiber nicht den ersten Vortrag halten wird. Und als mein Freund Gergely Pröhle dies angekündigt hat, habe ich ein wenig mit Besorgnis nach hinten geschaut, ob vielleicht denn alle den Saal verlassen würden. Und mit großer Freude habe ich
konstatiert, dass Sie hier geblieben sind und nicht nur die einleitenden Begrüßungsreden hören, sondern dass Sie auch auf mich neugierig sind. Es ist in der Tat so, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn eine wirklich besondere Beziehung darstellen und deshalb unsere Schicksalsgenossen, die Polen, die Tschechen und die Slowaken, werden uns dessen auch beneiden, dass nämlich mit dem führenden Land der Europäischen Union wir derart hervorragende Beziehungen pflegen. Als ich die Repräsentanten der Hans-Seidel-Stiftung gehört habe, ist mir dabei eine Bemerkung von Josef Antal in den Sinn gekommen und im Zusammenhang mit dem Abzug der sowjetischen Truppen gab es ja materielle Forderungen, die zu Recht haben, Diskussionen geführt haben. Gesa Jeszenski mag das bestätigen, dass im Zuge dieser Verhandlungsreihe, die nicht von Drohungen ganz frei war, von ihm gekommen ist, als nämlich die sowjetische Seite die Forderung damit zu belegen versuchte, schaut, die Deutschen sind wesentlich großherziger als die Ungarn seien, denn für die sowjetischen Soldaten, die sich wieder in die Heimat aufmachen, sind sie bereit, die Kosten im Zusammenhang mit der Schaffung von Wohnraum zu tragen. Und daraufhin hat Josef Antal hingewiesen, meine Herren, Sie haben einen Fehler begangen, denn zur damaligen Zeit haben Sie an der Donau nicht Halt gemacht. Denn in diesem Fall hätten wir auch ein Westungarn gehabt und dann hätten wir dann ähnlich wie Westdeutschland auch die Möglichkeit, ihre Forderungen finanzieller Art zu erfüllen. Nun, damit meine ich, dass wenn wir von den Polen, von den Tschechen, von den Slowaken beneidet werden um unsere engen Beziehungen und auch um unsere Freundschaft mit den Deutschen, können wir doch ein wenig neidisch sein auf die Ostdeutschen, denn gleichzeitig mit der Wiedergewinnung der Freiheit haben sie sofort die Möglichkeit bekommen, zu Staatsbürgern des stärksten Landes der Europäischen Union zu werden, während wir nach einer Wartezeit von knapp anderthalb Jahrzehnten den Zugang zur Europäischen Union bekommen. Und auch dann haben wir dann, wie ich meine, zu Recht das Gefühl, dass wir doch an der Peripherie stehen. Nun, aber ich denke, dass mein Thema nicht darin liegt, zumindest in diesem Stadium der Diskussion noch nicht, aber im Zuge des Gesprächs der Podiumsdiskussion wird es dazu auch eine Möglichkeit geben, dass trotz des gegenseitigen Neides oder wer worauf stolz sein kann und wer welche glückliche Fügung für sich verbuchen kann, es geht hier nicht darum, sich unter den Ländern gegenseitig zu messen, denn ich denke, wir können über uns alle behaupten, dass wir allesamt glücklich schätzen können, wir alle, die im Zuge dieser Prozesse, die vor 30 Jahren begonnen haben, unsere Freiheit wiedererlangt haben. Wie ist das in Ungarn passiert? Das möchte ich Ihnen in aller Kürze darstellen. Die Veränderung des Systems in Ungarn, das heißt die Entstehung des freien, unabhängigen, demokratischen Ungarns zwischen 1989 und 1991, hat eine historische Vorgeschichte, die in der Tat, wie wir schon mal gehört haben, bis ins Jahr 1956 zurückreicht, als nämlich das Land geeint war im Willen, Freiheit und nationale Unabhängigkeit zu erlangen. Die Jungs aus Pest, wie sie heißen, sind praktisch mit bloßer Hand der damals größten Armee der Welt entgegengetreten und gleichzeitig regte sich das ungarische Volk im ganzen Land. In wenigen Tagen haben sie die Anrichtungen des verhassten Systems von Rákosi weggefegt.
nationale und revolutionäre Räte gewählt und damit für die Ordnung gesorgt. In den Werken und Fabriken sind Arbeiterräte entstanden, es ist die Nationalgarde entstanden. Die Revolution wurde letzten Endes doch mit Blut getränkt und in Grund und Boden gestampft, und das war trotzdem nicht erfolglos. Die sowjetische Führung und ihre ungarischen Statthalter haben die Schlussfolgerung gezogen, man kann in Ungarn die Macht nicht wie in anderen Ländern des Reiches ausüben. Die Grundlage des Systems von Kadar war eine im Kompromiss im Stillschweigen entstanden, dass die Staatspartei, die ihre Macht restauriert hat, nach der Niederschlagung der Revolution eine historisch beispiellose, blutige Beseitigung durchgeführt und den eingeschüchterten Menschen etwas angeboten, das man zur Kenntnis genommen hat. Man kann ein bisschen besser leben, im Privatleben lassen wir dich in Frieden, aber die Macht liegt bei uns, und da hat eine Missprache. Zum Ende der 80er Jahre ist dieses öffentliche Einvernehmen auf diesem Kompromiss auseinandergefallen. Die Machthaber konnten dieses verhältnismäßige Wohlstand nicht mehr gewährleisten und haben zugelassen, dass die Menschen in gewissen Grenzen die Gestaltung ihres eigenen Schicksals in die eigene Hand nehmen, beispielsweise durch legale oder halblegale Nebenverdienste oder aber, dass man in Unternehmen arbeiten durfte. Parallel dazu sind unabhängige Organisationen und Bewegungen entstanden, die bereits die Macht der einzigen Staatspartei in Frage gestellt haben, und darüber kam es auch zu Demonstrationen mit politischen Inhalten. Die Staatspartei hat mit mehr oder weniger Widerstand das letzten Endes zur Kenntnis genommen, und dabei hatten die Veränderungen in den internationalen Kräfteverhältnissen eine bedeutende Rolle. In der veränderten internationalen Situation konnten nämlich die Machthaber im Falle eines gewaltbereiten Auftretens nicht mehr auf die Unterstützung der wirtschaftlich und politisch geschwächten Sowjetunion zählen. Die Mehrheit der Menschen hat sich allerdings der Politik ferngehalten und blieb im Rahmen dessen, was das System gewährleistet hat, und versucht, den eigenen Lebensstandard zu erhalten, während die Meinung auch der politisch aktiven Menschen sehr stark gestreut hat über das Wesen der Veränderungen und über das Ausmaß dieser Veränderungen. Jeder hat allerdings Einvernehmen darin gefunden, dass die Veränderungen ausschließlich friedlich und gewaltfrei stattfinden dürfen. Es gab auch keine andere Möglichkeit. Das war das gemeinsame gesamtgesellschaftliche Einvernehmen, auf dessen Grundlage im Zuge politischer Vereinbarungen im Ablauf von knapp einem Jahr ein demokratischer Rechtsstaat an die Stelle der krisengebeutelten Parteienstaatlichkeit getreten ist. Das allererste dieser Vereinbarungen war die Entstehung des oppositionellen Runden Tisches am 22. März 1999, als auf Anregung des unabhängigen Juristenforums die 8 wichtigsten oppositionellen Organisationen vereinbart haben, im Interesse der demokratischen Umwandlung und unter kontinuierlicher Abstimmung ihrer Standpunkte gemeinsam auftreten werden, und zwar gegen die Staatspartei, die über die exklusive Macht, die MSMP damals vertreten hat. Im Gegensatz dazu kam dann auf der anderen Seite eine echte politische Kraft zum Tragen, die die Staatspartei gezwungen hat, und das haben sie nicht aus eigenen Stücken, aus freiem Willen getan, dass das eigene Parlament in die Statistenrolle gedrängt wird und mit dem oppositionsberechtigten, gleichrangigen Partner die Bedingungen für die demokratische Umwandlung zu definieren. Bei diesen Gesprächen hatte die Opposition nicht, dass sie über den Köpfen der Menschen hinaus sich einen bestimmten Anteil aus der Macht herauszuschneiden, wie es bei den Gesprächsrunden in Polen der Fall war, sondern sie hatten die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Volk selbst darüber entscheiden mag, wer das Land regieren soll, in den Zeiträumen von einer Wahl zur nächsten. Der Ausgangspunkt ist also in dieser Abfolge von Vereinbarungen der Runde Tisch der Opposition gewesen, dass die Kräfte der Oppositionsparteien zusammengeführt hat, und zwar im Interesse dessen, um ein echtes Gegengewicht gegenüber der Staatspartei zu bilden. Und auf der anderen Seite hat man die Eigenständigkeit der Parteien dadurch nicht aus der Welt geschafft. Und als die Opposition ihr Ziel erreicht hat und die freien Wahlen in erreichbarer Nähe gerückt haben,
hat sich der oppositionelle Runde Tisch wie praktisch ein Kokon von den Oppositionsparteien abgeschliffen und sie standen da bereit, sich bei den freien Wahlen messen zu lassen. Die Entstehung des oppositionellen Rundentisches hat zwar nicht den Ursprung gehabt, aber eine Beschleunigung und eine eindeutige Richtungsvorgabe gewesen. Es war ein echtes Hungarikum, etwas Besonderes für Ungarn. Eine derartige Organisationsform ist nie nirgendwo anders entstanden. Der zweite Meilenstein war der Abschluss der Gespräche am Nationalen Rundentisch am 18. September 1989. Die Vereinbarung, die von der Staatspartei und die von der anderen Seite von der MDF geführten Mehrheit des oppositionellen Rundentisches unterzeichnete Vereinbarung, dass die gesetzlichen Auflagen und über die Verfassung der Republik gestalteten Gesetzesvorlagen festgeschrieben hat, an deren Ausarbeitung nicht nur die Unterzeichner der Vereinbarung, sondern sämtliche Angehörige des oppositionellen Rundentisches ihren Anteil hatten. Die Gespräche zwischen der Staatspartei und dem oppositionellen Runden Tisch, von dem zu Recht gesagt werden können, dass beide Verhandlungsparteien illegitim waren, wurden letzten Endes durch die freien Wahlen legitimiert, denn es sind die gleichen Parteien, die ins Parlament gekommen sind, die bei diesen Gesprächen beteiligt waren. Die Reihe dieser Vereinbarungen ging dann weiter mit der Vereinbarung zwischen dem Wahlsieger des Ungarischen Demokratischen Forum MDF und der zweitstärksten Partei des Bundes der Freien Demokraten abgeschlossen. Dadurch wurden den noch fehlenden Voraussetzungen einer demokratischen Regierungsarbeit geschaffen und dann weitere Klauseln der Rechtsstaatlichkeit in die Verfassung aufgenommen, die im Zuge der Gespräche am Runden Tisch noch nicht diskutiert werden konnten. Das frei gewählte Parlament hat die in der Vereinbarung gefassten Gesetzesentwürfe diskutiert und mit geringfügigen Veränderungen mit überwältigender Mehrheit angenommen. Diese Vereinbarungen, trotz aller Unkenrufe, waren legitim, selbst wenn beim Staat sie nicht so ausgesehen, nachträglich wurden sie legitimiert. Das heißt, der gesamte Prozess, also das ist ein Ergebnis, der ungarische demokratische Rechtsstaat entstanden ist, war ein legitimer Prozess. Wie gesagt, trotz aller gegenteiliger Meinungen, etwas war, was von den Menschen durchaus unterstützt worden war. Obwohl die Veränderungen, die 1989 begonnen wurden, sind die ungarische Gesellschaft eigentlich unvorbereitet trafen. Denn am Anfang dieses Jahres hätte noch keiner gedacht, dass die Opposition, die grundsätzlich emotional empfunden hat, trotzdem in der Lage ist, sich an einen Tisch zu setzen und am 22. März tatsächlich den Oppositionstisch zustande bringt. Und dass in 3 Monaten dieser politische Gegengewicht, das die Macht dazu zwingt, praktisch dadurch, dass das Parlament eine Schlüsselrolle bekommen hat, als gleichwertiger Partner tatsächlich sich über den demokratischen Übergang zu Verhandlungen kommen kann und dass in weiteren Monaten später im September tatsächlich über die gesetzlichen Bedingungen der freien Wahlen getroffen werden und dass am 25. März dann die erste Runde, am 8. April die zweite Runde der Wahlen durchgeführt und am 2. Mai das Parlament konstituiert und am 23. dann eine unabhängige, verantwortliche ungarische Regierung aufgestellt wird. Niemand hätte gedacht, dass am 22. März 1989 nach der Gründung des Oppositionellen Tisches die Staatspartei, die vorher die Ausschlüsse gemacht hatte, nur einfach den Ereignissen hinterherläuft und innerhalb eines Jahres ein demokratischer ungarischer Rechtsstaat zustande kommt, obwohl vorher diese oppositionellen Parteien nicht einig waren, aber jede Kräfte vereinen konnten. Jetzt, damit beendete eigentlich die erste Etappe der politischen Wende. Jetzt kam es zur zweiten Phase. Die Regierung von Anton Josef baute eigentlich das gesamte verfassungsmäßige Institutionssystem aus mit frei gewählten kommunalen Gemeinderäten. Man sorgte für die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und bildungsmäßigen Bedingungen
für den Rechtsstaat. Ungarn wendete sich vom Osten ab und wendete sich gen Westen, trat aus dem, also der Wirtschaftspakt wurde aufgelöst und die RGW auch, der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe wurde aufgelöst und Ungarn hat die Unabhängigkeit wiedererlangt, die damals am 19. März 1944 verloren hatte. Am 19. Juni 1991 verließ der letzte sowjetische Soldat Ungarn und damit war die ungarische Wende abgeschlossen. In den Jahren 89 bis 81 gelang es mit friedlichen Mitteln, die Bestimmungen des Volksaufstandes 56 zu verwirklichen, die damals eigentlich in Blut erstickt waren. Es entstand ein Ungarn, das frei, unabhängig und demokratisch war. Wem gebührt die Ehre? Wer hat den Verdienst? Es ist kein Zweifel, dass ohne die Änderung der internationalen Kräfteverhältnisse dazu nicht gekommen wäre. Aber auch die ungarischen Faktoren waren von großer Bedeutung. Jeder hatte hier eine Rolle gehabt, selbst die Kommunisten der harten Linie. Dann haben sie wenigstens immerhin nicht geschossen. Und auch die Reformer der Staatspartei haben die ersten Schritte getan, um das Fundament dieses Systems zu schwächen. Aber an für sich haben sie die Ereignisse doch nicht selbst gestaltet, sondern eigentlich sind sie den Ereignissen gefolgt. Triebkraft der Veränderungen war in der ersten Phase der Opposition Rundertisch, in der zweiten Phase dann die Regierung geführt von Antal Jozef. Aber der echte Verdienst, die Ehre gebührt dem ungarischen Volke, denn dieses Volk protestierte 1956 gegen das kommunistische System und in einer beispielhaften Einheit wendete sie dieses Volk gegen die Tyrannei und nach 1990 hat auch die schweren Folgen des Kommunismus auch mit Geduld ertragen und auch die Schwierigkeiten, die mit einer solchen Veränderung, Transformation einhergehen. Wir haben unsere Freiheit nicht gratis bekommen. Wir haben dafür gelitten und gekämpft. Und wenn notwendig war, ja, wir haben auch Kompromisse geschlossen dafür. Viele haben einen Beitrag geleistet bei dieser Wende. Namhafte und namenlose Menschen. Ich könnte jetzt Dutzende von wichtigen Akteuren hier aufzählen, namentlich, aber die Zeit ist knapp. Da möchte ich jetzt nur den Namen von Antal Jozef nennen, denn er war der Hauptakteur dieser politischen Wende, dieser Wende. Ich glaube nicht, dass es überhaupt Historiker gibt, die das anzweifeln würden. Antal Jozef war derjenige, der die Kompromisse ausgearbeitet und auch durchgesetzt hatte. Kompromisse, die Widersprüche zwischen der Staatspartei und dem Opposition Rundentisch über unüberbrückbar schienen, Gegenstände, die eigentlich unüberbrückbar schienen. 1990, danach trotz aller Widerstände und Hindernisse, trotz seiner Krankheit, hat er die Prozesse der Wende geleitet als Ministerpräsident, als frei demokratisch gewählter Minister Ungarns. Er führte das Land auf das andere Ufer rüber. Er hat eine wichtige Rolle gespielt beim Ende des Warschauer Paktes und er hat die Vereinigung Deutschlands, die Einheit Deutschlands unterstützt zu der Zeit schon sehr offen und eindeutig, als westliche Verbündete noch dagegen waren oder zumindest ambivalent zur Einheit standen. Antal war derjenige, der diesen Prozess in den Weg gesetzt hatte. Am Ende des Weges war dann 2004, wo Ungarn auch der EU beigetreten ist und dadurch wir auch formell eigentlich den Platz einnehmen konnten, der uns gebührt. Der Ungarn gehört seit unserem Gründer, Gründungsvater, unserem heiligen Stefan, dem König, dem gehört Ungarn zu Europa und wird auch immer bis am Ende unserer Tage zu Europa gehören. Und das ist so gut und schön zu lesen und zu hören, dass die Verdienste Antals anerkannt werden, auch von früheren politischen Gegnern. Szabolcs György, der Präsident des Parlaments, gleich am Tag nach dem Tod des Ministerpräsidenten, wie er das gesagt hatte, die unsterblichen großen Personen, größten Persönlichkeiten einer Nation, unabhängig vom tragischen Ende, diese sind nie unglücklich. Doch eine Nation ist immer unglücklich, die ihre großen Größen nicht versteht und die Ratschläge dieser nicht befolgt. Antal Jozef hat gesät, damit die Nation ernten kann. Und es liegt an uns, dass es auch so sein wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kunja, für diese erhabenen Gedanken und Worte. Ich glaube, immer wieder ist es gut zu hören und es ist gut, an diese Ereignisse zu erinnern. Und wenn wir uns die Frage stellen, was ist, was wir anders sehen nach 30 Jahren, also anders betrachten, wie wir das vor 10 Jahren oder vor 20 oder 30 Jahren gesehen haben, ich denke, können wir doch mutig behaupten, dass sich das Bild klärt und dass je weiter entfernt wir von dieser Ereignisse sind, umso mehr werden die eindeutigen Kräfteverhältnisse deutlich, Kräftelinien auch deutlich. Hubertus Knabe, dem ich sehr dankbar bin, dass er bereit war, hier einzuspringen, den habe ich auch gebeten, dass er einfach den Versuch macht, aus der Perspektive von 30 Jahren darüber spricht, was in Deutschland geschehen ist damals. Neuerdings hören wir sehr häufig darüber, auch die deutsche Presse ist voller damit, die Medien, welche große Unterschiede es immer noch gibt zwischen Ost- und Westdeutschland. Wir sehen das auch im Zusammenhang oder bei den Ergebnissen der Landtagswahlen auch. Und in diesem Sinne ist es besonders spannend, einen Historiker zu hören, der ursprünglich in Westdeutschland geboren wurde, dann Grüner war in den 80er Jahren in der Stadt Bremen als Forscher auch in Ungarn einige Jahre verbracht hatte, damals. Und nach der Wende mit dem Nachlass der Stasi sich befasst hatte oder mit all dem, was in Ostdeutschland passiert ist, einer der Kenner und Experte dieser geworden ist. Nun, wie sieht diese Person all das, was vor 30 Jahren geschehen ist? Hubertus Knabe hat das Wort. Ja, lieber Gerge Prühle, liebe Maria Schmidt, meine sehr verehrten Herren Vorredner, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bekam heute gegen 11 einen Anruf. Der begann mit langen Vorreden über die deutsche Lufthansa, die Vor- und Nachteile des Streikrechts, die Verkehrsverbindungen zwischen München und Budapest. Und irgendwann kam dann die entscheidende Frage, können Sie Herrn Stoiber ersetzen? Ich habe darauf geantwortet, kann ich nicht, aber ich kann an seiner Stelle sprechen. Das will ich hier tun. Ganz vielen Dank für die große Ehre, lieber Herr Prühle, dass Sie mich hier an dieser Stelle eingeplant haben. Ich tue das auch deshalb besonders gerne, weil mich mit dieser Stadt viel verbindet. Es wurde gerade schon erwähnt, dass ich hier in den 80er Jahren gelebt habe. Und als ich gestern hier ankam und sehr verehrter Herr Universitätspräsident sah, wie toll sich dieses Gebiet hier rund um diese Universität entwickelt hat, war ich tief beeindruckt. Die Ülöjút war für mich immer, wie soll ich sagen, der Schmutzfleck von Budapest, wo es nur Autos, Schmutz und Verkehr und Lautstärke gab. Und jetzt ist es wirklich ein lebendiges, wunderschönes Quartier geworden. Wenn ich dann gefragt werde, gibt es denn auch Nachteile der Veränderungen, des Systemwechsels? Ja, es gibt einen, der ist aber sehr egoistisch. Wenn ich frage, können Sie mir bitte sagen, wo geht es hier zum Platz des 7. Novembers? Dann ernte ich nur staunende Blicke. Also der Platz heißt jetzt, wie Sie alle wissen, Oktogon, und die Straße der Volksrepublik, die finde ich auch nicht mehr, die heißt jetzt Ondrasjeut. Aber diese Nachteile nehme ich sehr gerne in Kauf. Ich bin gefragt worden über eben diese Frage, die Herr Prühle gerade auch angesprochen hat, ein bisschen nachzudenken mit Ihnen, wie ich als Deutscher nach 30 Jahren auf die friedliche Revolution zurückblicke. Also, das Erste ist große Dankbarkeit. Große, große Dankbarkeit, dass dieses diktatorische Regime vor 30 Jahren endlich gestürzt wurde.
Wolf Biermann hat einmal gesagt, der DDR-Liedermacher, der ausgebürgert worden ist, für die Welt war es nur ein Seufzer, diese 40 Jahre Kommunismus in Deutschland, aber all meine schöne Zeit. Man kann eben sein Leben nicht nochmal leben, wenn man im Kommunismus geboren worden ist und nicht Abitur machen durfte, nicht studieren durfte, nicht seinen eigenen Lebensentwurf entwickeln konnte. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass dieses Regime vor 30 Jahren erfolgreich gestürzt worden ist. Ich habe in meiner Tätigkeit in Hohenschönhausen, im ehemaligen Stasi-Gefängnis, sehr viele Menschen kennengelernt, die durch dieses Regime nachhaltig, ich sage es jetzt zurückhaltend, beschädigt worden sind. Ich denke an Edda Schönherz zum Beispiel. Das passt hier zum Thema Budapest. Die hat bei der deutschen Botschaft in Budapest angerufen, also der Bundesdeutschen, und wollte sich erkundigen, ob es legale Wege gibt, aus der DDR auszureisen. Dieses Telefonat wurde abgehört. Sie war prominent in der DDR, sie war Fernsehansagerin. Sie wurde verhaftet, sie kam nach Hohenschönhausen in das Stasi-Gefängnis, sie kam nach Hoheneck, das Frauengefängnis, und ist heute eine der wichtigen Zeitzeuginnen, die auch in Hohenschönhausen über diese Zeit berichten. Ich habe so viele andere kennengelernt in diesen Jahren, denen Jahre ihres Lebens gestohlen worden sind, die in den Verhören der Staatssicherheit zerbrochen sind. Denn dieses System der Verfolgung und vor allem der Vernehmungsführung war ja mit einer wirklich deutschen Perfektion entwickelt, wie man einen Menschen nach 1, 2, 3, 4 Monaten so weit bekommt, dass er das sagt, was man hören will. Und wenn Sie das einmal getan haben, dann schütteln Sie das nicht einfach ab. Das ist in Ihnen drin, das ist eingeimpft. Und es dauert sehr, sehr lange, ehe Sie diese Prägung, um es vorsichtig zu formulieren, diese Traumatisierung abwerfen können und wieder ein freier Mensch werden. Oft wird in dem Kontext der Begriff des Stockholm-Syndroms gebraucht. Und das gilt ein wenig vielleicht für die ganze DDR. Wenn Sie 40 Jahre lang nicht heraus können, dann schließen Sie Ihren Frieden mit denen, die Sie nicht herauslassen. Und Sie fangen an, sich zu identifizieren und können diese Situation eigentlich nur aushalten, wenn Sie das Ganze auch noch bejahen. Es ist gut so. Und genau das ist eben sehr vielen Menschen in der DDR passiert. Große Dankbarkeit auch für das Ende der deutschen Teilung. Meine Eltern stammen aus Ostdeutschland, aus Ostberlin. Ich habe das Jahrzehnte miterlebt, wie das war, eine geteilte Familie. Wenn ich meine Tante besuchen wollte oder mein Opa, mussten die ein Visum beantragen. Wenn ich meine damalige Freundin in Ostberlin besuchen wollte, musste ich um 24 Uhr wieder ausreisen. Und ich bin noch ziemlich gut weggekommen. Ich hatte dann 2 Jahre lang Einreiseverbot und stand immer vor dieser verschlossenen Grenze in Ostberlin an der Bornholmer Brücke bis zum 9. November. Ich bin am 10. November dorthin, als ich gehört hatte, die Mauer ist auf. Und es war ein sehr merkwürdiger Augenblick. Tausende von Menschen kamen mir entgegen, von Ost nach West. Ich war der Einzige, der in die andere Richtung ging, nach 10 Jahren Einreiseverbot. Und andere haben viel, viel schlimmere, gravierende Erfahrungen gemacht. Ich treffe hin und wieder Karin Geffroy. Das ist die Mutter von Chris Geffroy, der im Februar 1989 an der Berliner Mauer
erschossen worden ist. Er hatte gehört, dass der Schießbefehl abgeschafft worden sei und dachte, dann kann das ja nicht mehr so gefährlich sein, und wurde mit einem Herzschuss getötet. Wenige Monate vor dem Mauerfall. Ich habe Jürgen Litvin kennengelernt, dessen Bruder im August 1961 versuchte, in Berlin durch einen Wasserlauf zu schwimmen auf die westliche Seite. Ich glaube am 24. August, also wirklich direkt nach dem Mauerbau. Und das Feuer wurde auf ihn eröffnet und er ertrank. Diese Teilung hat so viele Menschen in ihrem unmittelbarsten Lebensbereich traumatisiert, zerstört, mit Nachwirkungen bis in die Gegenwart. Ich spüre das heute noch in meiner eigenen Familie, diese Distanz zwischen Ost und West, diese vielen Jahre der Familie, das lässt sich nicht einfach beiseite wischen. Deswegen große, große Dankbarkeit, dass Deutschland wiedervereinigt ist. Große Dankbarkeit, dass Europa wiedervereinigt ist. Wenn ich mich daran erinnere, wie umständlich das war, hier nach Budapest zu fahren, mich anzumelden, die ganze Antragstellung vorher als Stipendiat, der ich damals war. Gestern habe ich mich in Berlin in ein Flugzeug gesetzt von Wizz Air, war nach anderthalb Stunden hier, es gab keine Kontrolle, nichts. Und nicht nur Berlin und Budapest sind wieder so zusammengerückt, wie es früher einmal war, sondern ganz Europa. Und das ist ein riesiger Gewinn, für den wir alle dankbar sein können. Dankbar bin ich auch natürlich gegenüber denen, die das möglich gemacht haben, die Bürgerrechtler in Deutschland von 1989, die unter großem Risiko sich im Schutzraum der Kirchen trafen, diskutierten, Pläne schmiedeten, Gruppierungen gründeten und dann plötzlich im Herbst 1989 zum Kristallisationskern einer Opposition wurden, die es ja gar nicht geben konnte, eigentlich theoretisch im Sozialismus gibt es keine Opposition, weil der Sozialismus ja für das Volk und mit dem Volk angeblich Politik macht. Dankbar aber auch gegenüber den Menschen, die in anderer Weise protestiert haben, nämlich mit den Füßen, die berühmte Abstimmung mit den Füßen, die Ausreiser, die Flüchtlinge, die gerade hier in Ungarn ja so willkommen geheißen worden sind, denen geholfen worden ist. Der deutsche Botschafter ist auch unter uns, sehe ich das richtig? Ja. Ich kenne ganz gut den Herrn Hartmann, der damals Pässe ausgestellt hat. Entgegen den Vorschriften, war nicht deutsch, sondern hat denen diese Pässe ausgestellt. Und ich habe damals einen Fernsehbeitrag über ihn gesehen, dachte ich, das ist Zivilcourage, wie ich mir das von einem deutschen Beamten in einer solchen Situation wünschen würde. Habe mich hingesetzt und dem Bundespräsidenten vorgeschlagen, ihn mit dem Bundesverdienstkreuz auszuzeichnen. Das Auswärtige Amt hat das abgelehnt. Kein gutes Zeichen, wenn man bedenkt, dass wir uns ja eine Gesellschaft wünschen, wo man gerade in schweren Zeiten Mut zeigt und sich mal auch nicht nach Vorschrift verhält. Und diese große Hilfsbereitschaft hier in Ungarn ist für mich unvergessen. Ich habe vorhin erzählt, wie ich mich erinnert habe, vor wenigen Tagen an einen kleinen Artikel in der Budapester Rundschau. Die hatte ich damals abonniert in Deutschland. Und da stand drin, dass die ungarische Grenze geöffnet würde. Und ich dachte, nanu,
Das ist wahrscheinlich irgendwie eine Fehlmeldung. Das kann eigentlich ja nicht sein. Und dachte aber, wenn das wirklich sein sollte, das hat ja riesige Konsequenzen. Und genau so ist es eingetreten. Ohne die Öffnung der Grenze in Ungarn im Sommer 1989 wäre das SED-Regime nicht so schnell zusammengebrochen, wie es dann tatsächlich der Fall war. Deswegen schäme ich mich auch, und das möchte ich hier an einer Deutlichkeit sagen, für die deutsche Berichterstattung über Ungarn, die nämlich in den letzten Jahren eigentlich nur noch aus Negativartikeln besteht. Und dass man fast schon erstaunt sein muss, dass sich die Bundeskanzlerin mit dem ungarischen Ministerpräsidenten zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung trifft. Dankbar natürlich auch den außenpolitischen Akteuren. Bei Herrn Gorbatschow bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe gerade einen Artikel veröffentlicht über den Mauerfall in deutschen Schulbüchern. Da sind nämlich nicht die Bürgerrechtler die Helden und nicht die Ausreiser die Helden, sondern Michael Gorbatschow. Ich weiß, dass es einen fundamentalen Unterschied machte zu seinen Vorgängern, dass er nicht das Militär in Bewegung gesetzt hat. Aber meine Dankbarkeit gegenüber einem Herrscher, sage ich jetzt mal neutral, seine Waffen nicht einzusetzen gegen eine demokratische Volksbewegung, hält sich doch etwas in Grenzen. Ich glaube, dass andere die eigentlichen Helden des Jahres 89 sind. Last but not least, Helmut Kohl, der die Wiedervereinigung dann praktisch umgesetzt hat und das getan hat, nicht im Alleingang, sondern in enger Abstimmung mit den anderen Staatenlenkern dieser Zeit. Ich habe selbst mich öfters mit ihm getroffen und eine Fähigkeit ist mir dabei sofort ins Auge gestochen, Vertrauen zwischen Menschen, die sich nicht kennen, zu stiften. Und dieses Vertrauen zwischen ihm, Gorbatschow, Bush und auch Mitterrand und Thatcher war eine entscheidende Voraussetzung für die Wiedervereinigung, und ich würde mir wünschen, dass Deutschland in dieser Beziehung einiges von Helmut Kohl wieder entdeckt. Dankbar bin ich auch für die Erfahrung, sozusagen dabei gewesen zu sein, weil das macht mich doch optimistischer, was scheinbar ausweglose Situationen anbetrifft. Scheinbar unstürzbare Diktaturen. Das kann manchmal ganz schnell gehen. Tage, Wochen. Und dann ist so ein Regime am Ende. Und das gibt mir, das sollte uns allen Kraft geben für die neuen Herausforderungen, die vor uns liegen. Ich muss noch einen Punkt ansprechen. Habe ich noch ein bisschen? Ein paar Minuten? Ich möchte das gerne noch ein bisschen relativieren. Diese Dankbarkeit. Und zwar dergestellt, dass ich in den letzten 30 Jahren doch leider wieder skeptischer geworden bin. Skeptischer, was die Fähigkeit des Menschen anbetrifft, aus der Geschichte zu lernen. Das macht mir wirklich Sorgen. Die Täter sind nicht bestraft worden. Von 100.000 Ermittlungsverfahren, die in Deutschland eingeleitet worden sind, sind am Ende 40 Personen ins Gefängnis gegangen. Aus dem Politbüro 5 von 22, meistens nur 1, 2, 3 Jahre. Der Elitenwechsel hat nicht wirklich funktioniert. Ich habe lange gestritten mit der Stasi-Unterlagenbehörde, dass dort am Eingang, wenn die Opfer ihre Akten sehen wollen, Stasi-Leute saßen. Und ich mich gefragt habe, das kann doch nicht wahr sein. Ja, die verstehen was von Sicherheit. Das war dann immer das Argument. Auch die Opfer wurden nicht
wirklich gewürdigt. Nicht nur finanziell ist es ziemlich erbärmlich, sondern auch ideell. Inzwischen ist es fast so, als ob sie sich rechtfertigen müssten. Ich habe gestern Nacht noch eine kleine Twitter-Schlacht geschlagen mit dem Deutschlandfunk. Da waren zwei große Beiträge erschienen, die DDR neu erzählen. Und da hieß es, dass es doch nicht sein könne, dass in der Stasi Opfergedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ausschließlich Opfer über die DDR sprechen. Da müssten doch auch andere reden. Und da frage ich mich immer, würden wir das bei anderen Diktaturen auch so betreiben? Das heißt, es muss, wenn wir diese Frage verneinen, eine Affinität zu dieser linken Diktatur geben, die sich immer wieder kristallisiert an verschiedenen Punkten. Im letzten Jahr in Deutschland, zum Beispiel bei den Feiern für 200 Jahre Geburtstag Karl Marx. Ich war in Trier. Da gab es eine Fußgängerampel mit Karl-Marx-Bild, da gab es solche Kundenstopper vor dem Bäcker, Karl-Marx-Brot, 2,95 Euro, eine riesige Ausstellung, die hieß Leben, also Karl Marx, Leben, Werk, Zeit. Und ich habe die Veranstalter gefragt, und wo sind die Folgen? Ja, das ist nicht unser Thema. Das kann man verschieden sehen. Und das Highlight war, dass sich die Stadt Trier, die Geburtsstadt von Karl Marx, von den chinesischen Kommunisten eine 5 Meter hohe Karl-Marx-Statue mitten in die Innenstadt hat stellen lassen. Und in dieser Art könnte ich Ihnen noch viele, viele weitere Beispiele nennen. Im Moment macht mir eher Sorge, dass Dinge, die mir bekannt vorkommen aus diesen Zeiten, vor 30 Jahren, plötzlich wieder in Mode kommen. Da wird nach Enteignungen gerufen, in Berlin gerade. Man will staatliche Mieten festlegen, wie in der DDR. Fridays for Futures demonstrieren vor dem Reichstag, Capitalism kills. Und diese jungen Leute, denen kann man das wahrscheinlich noch nicht mal zum Vorwurf machen, weil sie das in der Schule nicht beigebracht bekommen haben. Der größte Klimakiller in Deutschland war die DDR. Und als die Marktwirtschaft dort Einzug hielt, war sie nicht mehr Weltmeister bei CO2, SO2, Staub und so weiter. Also man sieht an verschiedenen Punkten, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, muss auch zum Ende kommen, dass die Geschichte nicht wirklich in den Köpfen und Herzen der Menschen angekommen ist. Und das macht mir Sorgen und das macht mich auch traurig. Und das ist auch ein bisschen mein, ich möchte fast sagen, einsamer Kampf, aber ich habe ja gute Freunde in Ungarn, diesem Vergessen entgegenzuwirken und uns alle davor zu bewahren, dass es noch einmal ein solches Regime in Deutschland oder anderswo auf der Welt gibt. Vielen Dank.